Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Am vierten Tag nach der Währungsumstellung zahlt jeder zweite Kurde. Jeder zweite Kunde. Fußballfans können die Zusammenfassungen der Bundesligaspiele auch weiterhin in der Sportschau sehen. Nun, die Lottovorhersage, wir melden uns wieder um 9:55 Uhr, Entschuldigung.